Ja, was man hier sieht, ist mein Schreibtisch, an dem ich nun mehr als 25 Jahre gesessen bin, gelesen habe, Briefe geschrieben habe, versucht habe, mir klarzumachen, wie sich der Verlag entwickeln sollte, telefoniert habe, alle Tätigkeiten ausgeführt habe, die man sich mit meinem Beruf in irgendeiner Weise vorstellen kann. Der Schreibtisch hat aber eine Geschichte. Wie man sieht, es ist kein Möbelstück, das modern ist und aus Metall und besteht und vollkommen funktional ist, sondern es ist ein Schreibtisch, den schon Herr Hanser hatte. Und als er mich fragte, welchen Tisch ich in meinem Zimmer haben will, habe ich natürlich gesagt, selbstverständlich möchte ich den Tisch von Herrn Hanser haben, denn wenn er es so lange an dem Ding ausgehalten hat, dann werde ich es doch hoffentlich auch eine Weile aushalten. Es ist gutes Holz, überzogen mit einer Schweinehaut. Und als die Nachkommen von Herrn Hanser, seine Tochter, Frau Beißler, mir mal etwas Gutes tun wollte, hat sie gesagt, sie möchte dem Tisch einen neuen Überzug geben. Ich war sehr einverstanden, leider sieht er heute wieder vollkommen verdreckt aus, sehr einverstanden und habe gesagt, sehr gerne. Aber dann stellt sich heraus, es ist sehr schwer gewesen, jemand zu finden, der eine solche Haut über diesen Tisch zieht. Es hat also ewig gedauert, bis der gefunden wurde, aber dann kam tatsächlich ein neuer Tisch, vollkommen sauber und so ganz glatt. Und also man fühlte sich selber wie neu geboren, wenn man hier Platz nahm. Mittlerweile hat dieser Tisch gelitten. Man sieht überall Spuren von verschiedenen Getränken. Ja, natürlich auch, dass ich mit der Faust auf den Tisch geschlagen habe, dass der Bleistift ausgerutscht ist oder der Federhalter, sodass der Tisch jetzt also nicht mehr wie neu ist. Ich weiß nicht, ob mein Nachfolger diesen Tisch behalten will, denn er hat nur zwei Fächer, zwei ganz kleine Fächer, in denen ich übrigens, als ich hier einzog, noch alte Notizbücher von Herrn Hanser fand, mit ganz kleiner Schrift geschrieben. Oder ob mein Nachfolger eben einen funktionalen Tisch haben will, was ihm keiner wird verdenken können. Ich jedenfalls habe an dem Tisch sehr gerne gesessen, weil er irgendwie eine Form der Solidität ausstrahlt, die die funktionalen Tische nach meinem Empfinden nicht haben. Also werde ich in wenigen Tagen sagen, auf Wiedersehen, lieber Tisch, du warst mir jeden Tag eine so solide Fläche, dass ich es sehr schade finde, den Rest meines Lebens ohne dich auszukommen.